Frühstücken mitten im Weingarten. Wenn man Urlaub am Bauernhof macht, ist das eines der Erlebnisse, die unvergesslich bleiben. Super Aussicht, super Essen und ja. Deshalb bin ich nochmal hier hingekommen und werde bestimmt nicht das letzte Mal hier gewesen sein. In der Nachkriegszeit bedeutete Sommerfrische, raus aus der Stadt, frische Luft genießen, bloß für sie gehen oder vielleicht auch ein ordentliches Schmalzbrot essen. Heutzutage bedeutet Urlaub am Bauernhof ein lukratives Zubrot für die Bäuerinnen und Bauern. 530.000 Menschen machen Urlaub am Bauernhof und sie kommen, um zu bleiben bzw. um wiederzukommen. Wir haben einen sehr hohen Stammgästeanteil bei Urlaub am Bauernhof, der liegt bei 55%. Und es gibt auch viele Höfe, also 450 genau in der Steiermark, die auch qualitätsgeprüft sind. Beim Bockmoor in Wildon sind die Winzerzimmer gleich über dem neuen Weinkeller errichtet worden. Pragmatisch und mit Weitblick. Man kann es den Gästen ermöglichen, dass sie also in der Natur draußen das Miterleben kennen. Wie man den Wein produziert, die können vor Ort die Produkte verkosten, den Wein und haben es dann eigentlich ins Zimmer nicht mehr weit. Statt mit Sternen wie im Hotel werden die Höfe mit Blumen ausgezeichnet und man kann wählen zwischen Baby- und Kinderbauernhöfen, Winzerzimmern oder auch Almhütten. Am Anfang war alles ein bisschen handgestrickt. Ja, früher war das so, also auch in den 60er, 70er Jahren, dass teilweise die Vermieter Zimmer noch geräumt haben, um den Gästen Platz zu machen. War noch Standard, war noch Dusche, WC am Gang. Mittlerweile hat sich das Ganze als wirkliches Qualitätsprodukt entwickelt. Am Bauernhof der Familie Unterberger in Weißeneck bei Birkfeld haben schon die Großeltern den Urlaubsgästen ihr Leben näher gebracht. Für die Jungen ist es auch ein Vorteil. Sie müssen nicht auspendeln zur Arbeit. Mit Urlaub am Bauernhof können wir alle daheim sein. Wir können auf die Großeltern schauen, die sind pflegebedürftig. Und die Kinder haben auch unsere Eltern und die Großeltern. Und das ist das Schöne für uns. Und die Kinder, die auf Urlaub kommen, können die Natur hautnah erleben. Stress gibt es ja gar nicht. Die Kinder sind ja den ganzen Tag beschäftigt. Wenn man einmal einen Ausflug machen will, wollen sie gar nicht weg, weil es einfach viel zu spannend ist hier. Die Gäste, die Urlaub am Bauernhof machen, bleiben durchschnittlich 5 bis 6 Tage. Und obwohl die Zimmerpreise sehr moderat sind, bringen diese ca. 50 Millionen Euro Umsatz in den ländlichen Raum.